So, ja, ich sag mal willkommen. Leichte Übersteuerung, wie ich gerade höre. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, willkommen zu Cell Lab. Das erste und wahrscheinlich letzte, ja, man nenne es Let's Play, das ich von einem Mobile Game mache. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Einen Moment bitte, ich. Struggle auf Übersteuerung auf Kopfhörern. So. Könnte auch einfach behinderte Qualität sein, das ist jetzt aber egal. Ja, ich spiele Cell Lab. Das ist eigentlich ein Android-Spiel. Also für Mobiltelefone. Es geht dabei darum, ja, ich sag mal hier diese, ja, ganz viel mit Biologie zu machen. Ich habe das Ganze schon auf dem Handy ein bisschen gespielt. Ich bin allerdings nur, ich glaube, hier gekommen. Nee, hier. Irgendwie sowas. Und es gibt noch wesentlich mehr. Und da habe ich so viel Spaß dran gehabt, dass ich das Ganze einfach mal spontan ausprobiert habe. Ich kann das hier im Kamera. Oder kann ich das hier mal im Dings dort zeigen? Gibt das hier so Zell? Ah, das gibt es hier gar nicht. Ich habe es mit einer APK runtergeladen. Aber es hat aus irgendwelchen Gründen. Nein, das ist aus irgendwelchen Gründen. Es hat einfach relativ grauenhafte Bewertungen. Ziemlich viele sehr negative Bewertungen. Einfach weil die Leute nicht zwingend zu dumm, aber das Ganze zu komplex gefunden haben. Ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt. Also nicht gerade viel, nicht gerade wenig. Ich muss sagen, so komplex ist es gar nicht, wenn man einmal reingefunden hat. Also ich kann negative Bewertungen überhaupt nicht verstehen. Ich mache das Ganze übrigens gerade mit BlueStack, oder wie das heißt. Moment, falls sich jemand interessiert, das ist, ja, BlueStack. Das erste habe ich schon gemacht. Ich konnte es nicht abwarten und habe schon direkt angefangen. Tutorial werde ich überspringen. Ich werde einfach währenddessen ein bisschen quasseln. Es wird, wenn ich kurz mal ruhig bin, man kann hören. Es gibt keine Musik. Ja. Keine Ahnung, ob ich irgendwie GEMA-freie Musik oder sowas einspielen kann oder werde. Denn ich möchte ja nicht, dass sich sowas wie beim Bioshock Let's Play wiederholt, dass einfach Sachen gesperrt werden. Na gut, ich fange jetzt auch mal hier an mit Algen. Ich habe schon completed. Also ich habe schon die. Was heißt denn Challenge eigentlich, wenn man das Wort genau übersetzen möchte? Also ich habe die Challenge schon completed. Also es war easy, kann ich auch nochmal machen hier. Und dann die quasi die Aufgabenstellung. Use the Genome Editor to make a species that. Environment of this Challenge, also um eine Spezies zu erstellen, die die Umgebung dieser Aufgabe überlebt. Ja, ich muss mindestens 100 Stück kriegen, also hinbekommen. Einfügen kann ich hier 10, kann man hier schön sehen. Jetzt habe ich hier das Mikroskop, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie sich diese kleinen Tellerchen nennen, wo man dann die Dings, die Bakterien nenne ich sie jetzt einfach mal. Obwohl hier werden sie, glaube ich, immer Genome genannt. Genome, genau. Aber gut, die kann ich einmal hier in den Genom-Editor. Um jetzt einfach mal meinen Denkprozess zu der Erfüllung von dem Ganzen hier zu zeigen. Huch! Piss dich. Escape. Noch scheißegal. Ja, gucken wir einfach mal. Man sieht. Ich habe ja jetzt schon etwas geübt, das Auge, aber man sieht ja hier diese helleren Ränder und das ist allgemein auch relativ hell. Das bedeutet, dass hier sehr, sehr viel Licht ist. Alternativ kann man dann, wenn wir später noch sehen, dann sind hier überall so kleine braune Punkte. Das sind dann so, ja, ich nenne es mal Dreck, den dann die Genome futtern können. Aber in diesem Fall haben wir hier diese Zelle, die überlebt, indem sie das Licht hier aufnimmt. Und sich dadurch dann vermehren kann. Nennt sich auch der Photozyt. Ich glaube, Photozyt ist das. Ich glaube, ich kann mir das hier auch alles nochmal angucken hier. Moment, wo haben wir es hier? Photozyt. The cell converts sunlight in chemical energy. Das heißt, sie durch Sonnenlicht können sie chemische Energie erzeugen. Die restlichen Sachen können wir später mal durchgehen. Ja, ich denke, das reicht so an sich schon. Also hier hat man die Preview von der Zelle. Hier hat man die ganzen Eigenschaften, die man verändern kann. Wir können speichern und laden dieses ganze System hier mit dem Krempel und diesem Krempel hier.
Das hat ganz viel mit Genen und sowas zu tun. Können wir erstmal hier angucken. Wir haben hier Child 1, das heißt, das hier ist quasi der Nullte. Dann gibt es einmal 1, was dann, glaube ich, ein weiteres ist. Und 2 müsste, glaube ich, er selbst sein, wenn ich mich da richtig erinnere. Das werden wir alles noch sehen. Kann ich dann die Entwicklung beobachten. Aktuell haben wir, glaube ich, nur diesen Endcell-Typ, genau. Hier unten kann ich dann die Entwicklung, beziehungsweise den Zeitraum fortsetzen, wo dann eben mit der Zeit immer mehr Zellen werden. Mache ich mal wieder zurück. Maximal 64, wenn man schon sehen kann. Und dann, Moment, rübsen. Ah, einmal kräftig gerübst. Dann setzen wir dort mal eine hin. Machen dann hier oben. Hier oben dazu hier Reset, also rückgängig machen. Dann gibt es hier einmal Observe und Incubate. Observe ist, ja, einmal hinsetzen und dann in Echtzeit laufen lassen. Echtzeit in Anführungszeichen, ganz so schnell sind Zellen dann auch wieder nicht. Und Incubate ist dann quasi, ja, vorspulen, beziehungsweise das Ganze ein bisschen arbeiten lassen. So, ich schalte das hier, also Freezen ist einfroren, das heißt, hier bewegt sich nichts. Hier bewegt sich nichts, also wirklich gar nichts. So, ich mache jetzt einfach mal Observe. Können wir hier ein bisschen zugucken, wie das immer mehr werden, wie die dann leicht größer werden. Kann man auch sehen durch das Sonnenlicht. Ich habe die mal da oben an den Rand gesetzt, weil da relativ viel Sonnenlicht ist. Gucken hier. Na, ich würde gern. Warum kann ich mich nicht bewegen? So, jetzt. Achso, das ist begrenzt. Da wir allerdings 100 Stück brauchen und erst, ich meine, ein Drittel haben. Pam. Und Challenge complete. So. Da haben wir sie jetzt alle. Ja, damit können wir jetzt einmal zurückgehen. Ja, das ist egal, ich habe es ja erfolgreich abgeschlossen. Jetzt Algi 2 oder Algi Challenge not complete. Das ist easy, machen wir mal. This time the objective is to make a species that can multiply to at least 150 cells on the same substrate in the previous challenge. So. Das bedeutet. Muss ich mal überlegen hier. This time the objective is to make a species that can multiply to at least 100 cells. So im Grunde genommen ziemlich genau das gleiche, oder nicht? Packt der das? Hm? Ist doch eigentlich ziemlich genau dasselbe, oder nicht? Oder wie viel packt der? 130. Komm, gib mir jetzt mal einen Tipp. Ah. Ach so, jetzt möchte er. Ja, genau. Moment, ich stoppe das Ganze hier mal. Freeze und Reset. Damit wird das Ganze hier resettet. Was ist denn da? Schon Grafikfehler oder sowas. Jetzt können wir hier mal ein bisschen mit den. Ach cool. Okay, ich dachte, man könnte es mit dem Mausrad vielleicht kontrollieren, aber wenn ich mit hier rüber gehe, mit dem das Mausrad drehe, bewegt das einfach nur dahin. Toll. Jetzt können wir ein bisschen mit Split Mass, Split Ratio und so weiter mal rumspielen. Ja, Split Mass, das bedeutet, das kann man da unten lesen, welche genaue Masse das Objekt haben soll, wenn. Also beziehungsweise was der Gnom für eine Masse haben muss, damit er sich in zwei ausblittet. Schon wieder rübsen, scheiße. Ah, grauenhaft. Hier, Split Ratio. Damit kann man hier gucken. Quasi wie das Verhältnis, wie das gesplittet werden soll. Mal gucken, ich probiere das Ganze mal mit was kleineren. Also als die. Kleiner schon anfangen, sich da zu splitten. Gucken, wie lange überleben die jetzt? Nicht lange, okay. Na, Freeze, Reset und genau. vielleicht ein bisschen mehr. So. Und das hier eventuell ein bisschen runter. Das vielleicht auch. Mal gucken. Ah, vielleicht. Vielleicht haut das ja hin. Gucken wir mal, Observe. Bam, bam, bam. Die scheißen dann noch so Fürze raus. Pups, pups, pups. Na toll. Reset. Freeze, freeze. So. Ah ja, hier kann man auch so. Was genau das, was weiß ich gar nicht mehr auswendig. Ja, das ist jetzt erstmal unwichtig. Aber das hier ist noch relativ interessant. Durch diesen ist relativ. Man kann damit einfach
ja, angeben, in welchem Winkel denn gesplittet werden soll. Aktuell werden die Genome noch in diese Richtung gesplittet, aber was man gleich schön beobachten kann, wenn ich das hier bewege, dann geht auch diese gestrichelte Linie da um das Zentrum drumherum. Und ja, also wenn ich jetzt mal mache, würde ich das so in diese Richtung gesplittet. Ja, ist eigentlich relativ eindeutig. Hier kann man auch schon die Farbe wechseln. Komm, machen wir mal ein schönes Blau, hätte ich gerne. So, gucken. Ein schönes Blau. So, wunderhübsch. Kann ich da auch reinzoomen? Kann ich nicht? Nee. Mal gucken. Mal gucken, die Masse ein bisschen runter. Ja, so, das vielleicht so. So, so. Observe. Mal gucken. Schon sind sie weg. Und guck mal, da kann man hier. Da, das sind diese roten Popelchen, die braunen Popelchen, die ich vorhin gemeint hatte, die nämlich andere Zellen nutzen können, um zu überleben. Ich weiß allerdings nicht, ich glaube, das ist. Mann, mir, bei dem Weißen fällt mir gerade auf, wie dreckig mein Monitor eigentlich ist. Voll versifft. Blech. So, Freeze und Reset. Ich mache immer wieder Reset, das setzt einfach nur alles zurück und diese Zahl hier wird wieder auf 0 direkt zurückgesetzt, weil wir nämlich maximal 10 setzen können. Also ich habe. Ich habe schon wieder vergessen, wie genau ich das jetzt immer gemacht habe. Von daher. Gucken, hat sich hier irgendwas. Nö. Mal gucken, das ist vielleicht ein bisschen höher. Das ist vielleicht ein Tick runter. Mal gucken. So. So. Da fangen die wieder an zu furzen. Toll. Das eventuell höher setzen. Reset. Putz. Musst du größer werden? Ah, wie viel sind das? Ah, 130. Und da will mit das noch einen Tick runtersetzen. Reset, so. Dann werden es weniger. Tick hoch. Mal gucken jetzt. Reset. Putz. Ah, gucken wir mal. 130 ungefähr. Gucken wir mal wieder etwas niedriger gehen. So, Reset. So. Na, es wird schon ein bisschen mehr. So. Da gucken, dass das nicht zu klein wird, dass sie nicht, wie vorhin einfach nur kurz so einen Furz rauslassen und schon war es das. Okay, das wird mir jetzt. Es wirkt so, als wäre es weniger als davor. Stimmt sogar. So, das war ungefähr auf die Hälfte. So. Reset. So. Mal gucken. Wie? Ah ja, Challenge complete. Das sind ungefähr 50. Perfekt. Gehen wir zurück. Das kann. Challenge complete. Huch. Wenn man runterscrollt, geht das voll weit runter. ALG3. This substrate has a much lower viscosity than the previous ones. Can you design a species that survives that? This. Gucken wir mal. Ich gucke einfach erstmal so. Oh, ich habe einfach Leertaste gedrückt. Total doof. Wow. Ach krass. Stimmt. Ungelogen. Gucken wir einfach mal. Okay, wirklich viel ist das jetzt nicht gerade. Das setzen wir mal ein Stück runter. Das ist relativ mittig, ist glaube ich ganz gut. Das ist erstmal noch unwichtig, stimmt. Hoch. So reicht das, glaube ich. Schon wieder einfach Leertaste gedrückt, das ist doch nicht zu glauben. Putz, putz. Das ist durchaus unpraktisch. Denn durch die geringe, übrigens sehr schön, warum ist denn hier Viskosität oder Viskosität auf Deutsch müsste es, glaube ich, heißen. Also Viskosität heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Bedeutet so viel wie, ja, wie flüssig ein Material ist. Zum Beispiel, wenn man
eine Art von Öl hat, das sehr schnell aus einem Behälter fließt, wie zum Beispiel Wasser, und im Vergleich dessen, dem eine dickflüssige Masse nimmt, hat das Wasser eine höhere Viskosität als das dickflüssigere Öl. Warum? Use the powerful property to know what it does. Ah ja, und das wird jetzt interessant. Hier diese Adhesin. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich bin kein Biologe, ich habe da keine Ahnung. Ich hatte das auch nie irgendwie in der Schule. Zumindest diesen Begriff habe ich da nie gehört. Wir können jetzt einfach mal da ein Häkchen reinmachen. Sniffness, das weiß ich auch nicht mehr. This setting dedicates how Stifter connects and maintains. Keine Ahnung, bin ich jetzt voll richtig durchzulesen. Packen wir mal einen rein, dann bilden die so tolle Ketten mit diesen Bindungsstücken da. Eventuell etwas näher da dran. So. So, jetzt bilden. Das bildet er langsam eine immer längere Kette. Durch den, hier durch den Sonnen. Schimmer hier sollte eigentlich auch immer, oder ist das so, immer in Anführungszeichen, lang genug werden, um die 120 zu erreichen. Allerdings skippe ich mal ein bisschen. Brrrt. Challenge complete. Das lese ich immer gerne. Discard. So, Challenge complete, Challenge complete. Makrophagen. Müsste das reichen. Unlocks gehen Flagellozyt. Tüte. Enforcer Challenges. Another cell type is now available. The phagocyte. It can eat a small brown dot in my tephysin. She said as eating these pieces of nutrients makes them grow. Also diese kleinen braunen Pünktchen werden wahrscheinlich so heißen. No light source is present in this challenge. But piece of. Okay. Wir haben eine neue, neuen Zellentyp. Der dieses kleine braune Pünktchen futtern kann. Ja, wir müssen ca. 300 erreichen. Wir haben eigentlich kein Licht, das heißt, hier ist düster in Anführungszeichen. Aber hier diese kleinen braunen Pünktchen. Und wir können jetzt hier die Cell Types ändern mit Phototyt und Phagozyt. Ich glaube, ich setze das mal einen Tick runter. So. Ich glaube, das braucht. Oder? Nee, ich glaube, das ist ganz gut so. So, setze ich mal hier rein. Zoom ein Stück raus. Und Observe. Das heißt, immer wenn die in Kontakt mit einer dieser kleinen Dinger da kommen, was sie dadurch, dass sie sich, wenn sie sich verdoppeln, dann erreichen. Darum habe ich das ein Stück runtergesetzt, damit sie sich wesentlich eher anfangen zu doppeln, beziehungsweise sich zerteilen. Und dadurch, dass sie sich bewegen, werden es mehr und die sammeln dann, und die rutschen dann quasi durch diese Dinger durch. Was relativ praktisch ist. Und ich glaube, wir haben gerade den Challenge Complete Dings da unten gehabt. Ja, jetzt, huch, schon wieder zu weit runter gezoomt, gescrollt, Entschuldigung. Makrophagen 2. Can you get 600 cells on the same substrate as before? Now we have access to flagellozyten tubes in the experimental lab. But here we work with the same restrictions as the previous challenge. To see if you can optimize your organism. Ja, wir sollen jetzt 600 Stück machen. Allerdings können wir jetzt die Flagellozyten, Zyten, was auch immer, nehmen. Das sind ziemlich coole kleine Kerlchen, die wir hier nicht auswählen können. Was? Now you have access to. Warum kann ich das überhaupt trotzdem nicht nehmen? Also eigentlich sollten wir jetzt diese hier nehmen können. Also wer das gerade kurz lesen kann, der weiß, was das ist, aber ich lade gerade nochmal neu. Guck, das war falsch. Makrophage 2 war das. Genom. Okay, das ist jetzt doof. Ich habe schon die Leertaste gedrückt, meine Güte. Observe. Gucken wir einfach mal, was passiert. Incubate. Werden wahrscheinlich nicht 600 werden, oder? Wie viel sind das? 200. Huch. Aber. Split Angel, Split Mass, Wärme. Was ich komisch finde, ist, dass ich zu den Dingern keinen Zugriff habe. Also, now you have access to Flagellozyte. In der. Ach so. Ja,
Den Satz solltest du auch noch zu Ende lesen, du Vollidiot. Freeze. Genom. So, jetzt spielen wir ein bisschen hier mit dem Split Angle ein bisschen rum. Also gucken wir mal. So. Einfach mal, damit sich da ein bisschen was ändert, mache ich hier eine 2 und beim Mode 2. Und jetzt, also hier, meinte ich ja dem, was ich gerade gemacht habe. Ich habe hier diesen ersten genommen, dafür gesorgt, dass er selbst, glaube ich, zu einem Mode 2 wird und einen Mode 1 abgibt. Das heißt, jetzt bearbeite ich gerade den ersten Child vom Genom und jetzt bearbeite ich den zweiten. So. Und jetzt habe ich mir den ersten angewählt. Nummer 2 hätte ich jetzt beispielsweise gerne, dass der einen anderen Split Angle hat. Sieht man jetzt nicht, weil die Preview noch den ersten zeigt. Wenn ich allerdings jetzt hier vorangehe, dann schwupps, wird er selber zum blauen 2. Und hier haben wir noch den lila oder roten 1, keine Ahnung. Und wenn die sich ja weiter splitten, dann wird blau immer mehr und das immer weniger. Aber